Matchball für mich. Wenn ich das gewinne, habe ich auch diesen Spieltag entschieden. Ich werde mit Dortmund spielen, Mucke mit Frankfurt. Im Hinspiel hat Frankfurt 5:2 gewonnen. In der letzten Saison gab es in Dortmund einen 3:0 Erfolg für den BVB. Momentan ist der BVB auch klarer Favorit. Dritter Platz, 47 Punkte. Das heißt, wenn Dortmund gewinnt, sind die neuer Tabellenführer unserer Online-Bundesliga. Das ist also für mich nochmal eine zusätzliche Motivation. Auf der 11 haben wir Frankfurt mit 32 Punkten. Ja, hier sollte man nochmal nachlegen. In den letzten 5 Spielen gab es 3 Niederlagen. Ein Unentschieden, ein Sieg. Das ist auch für die Fans, denke ich mal, ein bisschen wenig. Mal abwarten, ob die Auswärtsunterstützung hier jubeln darf. 3:1 sagt die Software für die Gastgeber, also für Dortmund. Ich bin auf eure Tipps gespannt. Die gibt ihr natürlich auf ultimate-kicker.de ab. Da einfach auf Tippmeisterschaft oben im Menü klicken und dann geht es los. So, Sonntagabend und es ist wieder Nebel. Ja, wieder Nebel. So, ich bin zum Siegen verdammt. Ja. Weil selbst mit einem Unentschieden, du hast die bessere Tordifferenz. Ja. Bürki. Mit so einem Fehler. Oh, er bügelt ihn aber wieder aus. Mann, ich wollte nach außen werfen. Oh, Birgi. Also wir hatten ja heute schon mal Nebel, aber der ist gefühlt noch besser. Ja, da sollte der Ball nicht hin. Fehler hier von den Dortmundern. Oh, aber Götze setzt nach. Schön. Oh, erster Angriff, erstes Tor. Reus. Da bleibt der stehen. Ich sag den hinterher und der bleibt stehen. Und ich hatte den Spieler in den Finger. Das ist FIFA und ärgerlich. Das ist Spielmanipulation von FIFA. Ja. Oh. Jamolenko! Was machst du denn? Oh! Was ist da in der Defensive los bei den Dortmundern? Ach du Scheiße. Oh, Reus. Scheiße. Hätte ich besser machen müssen. Oh, komm jetzt. Junge, Junge. Halt so behindert. Wir waren hier scheiße. Nee, Wasserscheiße, ne? Oder wer war jetzt immer Schiri? Ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube Wasserschneider. Oh, scheiße, Mann! Ah, sorry, aber das musste jetzt mal raus. Da habe ich mich echt drüber geärgert. Emotions müssen sein, Junge. Ja. Nur ich muss meine gerade im Zaum halten, weil die echt nicht gerade ab 16 sind. Ja, er setzt nach, danke. Oh, Schiri. Perfekt gestört vom Schiri, Alter. Ha
Ecke. Ich habe noch kein einziges Tor nach dem ruhenden Ball. Und das nur mal so als Hinweis. Ja. Jamolenko kommt da auch nicht ran. Oh. Ich kann nicht wechseln. Ich konnte den Spieler nicht wechseln. Das ist so eine Situation, da verstehe ich FIFA nicht. Das hatte ich schon ganz oft. Ich muss mit einem Mittelfeldspieler weiterlaufen, anstatt dass ich einen Verteidiger anwählen darf. Das hatten wir auch an diesem Wochenende schon mal. Ja. Ey, und jetzt hat das fast zum Gegentor geführt. Das gibt's nicht. Das ist FIFA und EA. Alter. Unmöglich. Ich musste mit Castro weiterlaufen, obwohl das total beknackt war. Der war weit, so weit weg. Ein Verteidiger stand direkt davor. Oh, Junge, du musst rennen. Oh, das ist doch kein Schuss. Machst du noch den Zaun kaputt? Ja, der ist teuer. Toprak weiter. Doch nicht dahin. Weg. Oh. Jetzt vielleicht mal kontern. Ja, super. Du bist auch ein schneller Vogel. Ah, Tatsache. Okay, Fehler ausgebügelt. Oh. Warum pfeift er nicht? Ich habe extra nicht weitergespielt. Ich habe auch mit Absicht nicht weitergespielt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Das war doch kein Vorteil. Weißt du, ich warte und warte, damit der abpfeift. Ich wollte den Freistoß haben. Ach, kann nicht wahr sein. Wenn ich weiterspiele, ja, dann pfeift man nicht, aber... Das ist doch jetzt mal richtig Murks. Ach, du liebes Lieschen. Ja. Da brauchen wir das Lieschen hier wirklich. Wo läuft denn der hin? Oh. Oh. Abseits. Oh. Ja, Reus. Es gibt noch eine gelbe Karte. Meine Güte. Was machst du? Oh, ich darf mich nicht aufregen. Also jetzt gerade, also das Spiel ist sehr kurios hier. Auf einmal bewegt sich der Verteidiger nicht mehr. Ich sag, er soll einfach zurückpassen. Ja, nö. Ja, genau so hatte ich das gerade auch und fiel das 1-0. Meine Güte. Schade. Oh. Ja, der Ball ist 5 Jahre unterwegs. Schwein gehabt. Bewegt euch. Oh, Scheiße. Oh, Birki! Bis auf seinen Patzer, bester Mann hier. Jamolenko, passt auch mal auf. Schön. Oh, shit. Wo ist denn der?
Weiter. Oh. Knappe Führung. Meine Güte, was für ein turbulenter erster Durchgang hier. Oh, Schussgenauigkeit, die ist bei mir echt schlecht an diesem Wochenende. Du führst eigentlich dank EA. Ja. Oh, warum geht der Stürmer denn weg? Da muss man nachsetzen. Ja, geht doch. Ach! Also ich habe da jetzt nichts gesehen. Rauf! Oh Gott. Kann... Hä? Oh, jetzt ist eben, das wird mir jetzt aber zu viel. Ich war da überhaupt nicht dran. Das ist so lächerlich. Oh, EA. Was ist das für eine Partie? Es ist, das ist schon die na, absolute Härte hier. Oh. Oh. Dauert zu lang. Ja, selber schuld. Da sollte der gar nicht hin. Da auch nicht. Spielen Schiri, ja. Oh, scheiße, Abseitstor, Reus. Ich dachte, Reus macht auch einen Schritt nach hinten. Macht er aber nicht. Mist, ey. Meine Fresse. Scheiße. Nein! Oh! Sieh! Schön gemacht, Schmelzer. Weiter. Ah! Läuft gar keiner hin. Scheiße. Oh, was macht der? Was macht der da? Meine Güte, das ist ein Nervenspiel hier, würde ich mal sagen.
sind die Schüsse schlecht. Scheiße. Guter Einsatz. Bringt nichts. Da rennt er zurück. Ja, da hast du davon. Oh, ich wollte gerade sagen. Ja, geschenkt. Rebic kann gar nichts. Er kann keinen Ball vorlegen, gar nichts. Oh! Ja, Alter, Mann! Das ist eine Karte. Das gibt's doch gar nicht, dass es dafür nicht mal eine Karte gibt. Kann doch nicht wahr sein. Boah! So gezogen! Ja, sehr gut gesehen. Ja, Molenko, du bist komplett frei! Schöner Einsatz. Jetzt. Oh, Reus, dauert das lang. Oh Gott! Es kann sein, dass ein Verteidiger besser verteidigt als ein Keeper. Ich glaube, beim Keeper wäre da drin gewesen, der Schuss. Ja, ne? Das ist also der Trick. Torwart raus, mit dem Verteidiger dann klären. Genau, muss auch jetzt mal so hinkriegen. Oh, weiter. Es klappt nichts. Sollten sich echt schämen. Kein Pass kommt an. Geh doch entgegen! Oh Gott. Verdammt, der Mist, Alter. Was mache ich hier? Oh Mann, da wollte ich gar nicht hinspielen. Scheiße, Alter. Birki. Ja! Das kann nicht wahr sein. Aber es passt zu dieser Partie. 2-mal getummelt, ja. Das ist auch wieder FIFA. 2-mal getunnelt. So, kommt. Ja, Freistoß? Freistoß, na also! Meine Güte! Oh Gott. Oh Junge. Ohne Worte dieses Match.
Kann man wirklich nichts zu sagen. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Aber das passt zu diesem unglaublich hart umkämpften Wochenende. Letztes Spiel, das entscheidet. Ich führe mit 3 Punkten und 3 Toren, wenn mich nicht alles täuscht. Verpasst das Finale morgen nicht am Montag. Werder Bremen, von Mucke gespielt gegen Köln. Mit dem bin ich zu Gast. Bis dahin, tschüss. Tschüss.